Ich wollte dich schon längst etwas fragen. Vielleicht kann ich antworten. Wie hast du die Invasion überlebt? Mit knapper Not. Eine Bäuerin schleppte mich vom Schlachtfeld. Sie pflegte mich wieder gesund. Du warst schon immer ein Glückspilz. Wie bist du mit deinen Männern entkommen? Weggerannt. Triff alle nötigen Vorbereitungen. Wir sehen uns am alten Friedhof. Du bist ein braves Pferd, Kage. Von denen hat keiner den Strand lebend verlassen. Ryoso sollte auf den... Gut, du bist hier. Bist du bereit, Essen für uns zu stehlen? Sind das alle? Nur die Männer, die auch kämpfen können. Der Rest ist zu hungrig oder krank. Hoffentlich sind wir genug für den Raubzug. Eher sehen wir Kirschblüten im Winter, als dass wir uns diese Vorräte holen. Es gibt immer einen Weg. Vorzugsweise einen, der meine Männer nicht tötet. Speer ist zurück. Los geht's. Viele Männer da drin. Und ein Signal oben auf dem Turm. Wenn sie Verstärkung aus der Bucht rufen, sitzen wir in der Falle. Die mähen uns nieder. Sucht einen Ort, an dem ihr mich sehen könnt. Sobald ich ihr Signal zerstöre, greift an. Die töten dich. Falls ja, räche mich. Und hol dir ihr Essen. Das ist nicht witzig. Wartet auf mein Signal am Turm. Wie du meinst. Hör.
Ich muss ein Signal geben, dabei würden sie mich sehen. Es ist Zeit, nur so. Thank you.
Hol wir deinen Männern etwas zu essen. Wo sind die Vorräte? Im Turm habe ich keine gesehen. Hast du etwas gefunden? Nur ein paar mongolische Papiere bei einem toten Offizier. Zeig her. Du kannst das lesen? Wenn sie auf Chinesisch sind, kann ich sie entziffern. Seit wann? Seit ich Sun Tzu lesen musste. Das hier war nur ein Zwischenlager. Sie nehmen alles mit. Aufs Meer. Die Boote sind in der Bucht. Wir schaffen es nie dorthin. Wir sind doch hier. Du bist verrückt. Was hast du dir denn ausgedacht? Sehen wir uns die Gegend mal an. Die Mongolen haben kleine Boote am Strand. Wir könnten eins stehlen, müssten aber mitten durch ihre Armee. Zu viele Barrieren und Schützen. Ein Frontalangriff wäre Selbstmord. Ich schicke meine Männer nicht an die gegnerische Front. Ein Brandpfeil könnte den Sprengstoff zünden. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Sie sollen sich ja vom Strand abwenden. Schick deine Schützen auf die Klippe. Sie beschäftigen die Mongolen und wir stehlen das Boot. Also gut, Männer. Sie wissen nichts von unserem Sieg am Fort. Also warten Sie auf Verstärkung, die nicht kommen wird. Lenkt sie ab, bis wir ein Boot gestohlen haben. Dann zieht euch in den Wald zurück. Achtet auf meine Fackel. Sie ist euer Angriffssignal. Deine Männer sollten in Position sein. Jetzt die Fackel. Los, Männer. Ich wusste, dass es klappt. Schau dir das Feuer an. Schnell sein. Nimm ein Ruder. Dass uns niemand gesehen hat. Das Feuer hat sie abgelenkt. Wir schleichen uns hinein. Ich hätte nicht gedacht, dass das Duell dich so ärgert. Jetzt weißt du's. Kein Essen hier. Du hättest es mir sagen sollen. Unsere Wege haben sich getrennt. Egal. Es ist schon lange her.
irgendwelche Vorräte? Wir nicht. Vielleicht auf dem nächsten Schiff. Hörst du das? Klingt wie 4, 5 Männer. Kein Weg drumherum. Überraschen wir sie. Seid gegrüßt. Netter Schiff. Wir müssen schnell sein. Mehr Mongolen. Auf sie! Marsch! Sind hier keine Vorräte? Bleibt nur das andere Schiff. Such du hier, ich auf dem anderen. Vorsichtig. Thank you.
Was ist hier drin? Sieht wie Schlachtpläne aus. Ich sollte zu Ryuzo. Was ist, Betty? All das Essen, das sie uns stahlen. Ryuzo!